El Baguetto. Pizzateller. Deckel. Wunderschönen guten Tag. Ich habe das selbst noch nie gekocht. Das war eine Idee von Philum. Philum, vielen Dank für die Idee der ganzen Angelegenheit hier. Olivenöl haben wir hier. Zwiebel haben wir auch am Start. Knoblauch, eine Zehe gehackt. Tomatenmark haben wir auch am Schlüssel. Kümmel haben wir am Schlüssel. Paprikapulver, edelsüß, habe ich auch am Schlüssel. Cayennepfeffer. Eigentlich kann man das so Fladenbrot und so nehmen zum Dippen. Aber ich habe Bock auf Zwiebel, Knoblauch, die Paprikas, Gemüse, dies, das. Und dann kommen am Ende so 4 Eier da noch mit rein. Die lässt du dann auch brutzeln. Und dann dippst du das eher so, ne? Weil ich immer Bock auf Smoothies habe. Eine Sache, krasseste überhaupt, was wir wirklich auch letztes Mal geholt haben, wie ihr wisst. Das absolut beste Badesalz. Erkältungsbad. Alles wunderbar. Also, wir machen jetzt erstmal Zwiebellino. Jetzt Paprika noch. Stücke. Kümmel. Bisschen Cayennepfeffer nochmal. Salz. Wie gesagt, nachher machen wir noch einen wunderbaren Ananas-Smoothie. Ich bin seit Thailand voll auf Smoothie-Film. Ich habe dieses, wo ist denn das hier unten? Die Gerätschaft gar nicht mehr benutzt. Ja, Smoothie geil. Sprütteln jetzt so ein bisschen. So. Ein bisschen mehr geht. Paprikapulver edelsüß. Auch ein Teelöffel. Striche. Ne, Cayenne machen wir jetzt noch. Genau, Cayenne machen wir noch. Oh, Salz ist das Allerwichtigste. Gutes Meersalz, Verbenne. Butterbrot mit Salz gibt mir auch schon alles. Die meinen Chili-Pulver oder Cayenne-Pfeffer, aber ich habe leider nirgends Chili-Pulver gefunden. Wir testen gleich mal die Sache. Ich bin echt gespannt mit den Eiern. Und dann schön Basilikum. Es ist wirklich perfekt von der Schärfe. Hätte ich 2-3 Klipper mehr reingemacht, hättest mir auf jeden Fall die Flöte weggeburbelt. Digga, dann wäre Flötenheimer und Sünde. Aber klatsch. Wir können noch ein bisschen Kümmel eigentlich reinballern. Also Cayennepfeffer braucht man, kennst du. Ein bisschen Kümmel kann man noch machen. Hinten raus kommt ein bisschen Kümmel. Geil gewürzt. Deckel auflegen und ca. 5 Minuten. Deckelhammerkeller. Und ganz am Ende machen wir noch Feta-Käse drüber. Jetzt mit einem Esslöffel 4 Mulden machen. Ich nehme es kurz vom Herd. Dann Eier rein, Mulden und wieder hier drauf. Genau, jetzt machen wir die Eier rein. Danach mache ich, böller ich schon eine halbe, wenn die Eier fresh sind, halbe Zitrone drüber und dann Feta-Käse oben drauf zu reiben. Dann schneiden wir das Baguette. El Baguetto. Dann kann man das so dippen, Mann. Decker. Okay, jetzt wird's härter, jetzt wird's härter. Ja, so soll's sein, Leute. Brego. Und jetzt wieder Ruf auf der Herd. Wir nehmen Pizzateller, Hood Cuisine. So machen wir das, Alter. Pizzateller. Deckel. Ne, ist das heißer Teller. Ach was. Frisch gezuppelter Basilikum. Ich mach aus. Das zieht ja noch durch. Wir machen jetzt Feta drauf, dann läuft der auch noch so ein bisschen durch und dann die Zitrone am Ende. Machen wir uns jetzt noch dazu einen Ananas-Shake. Wir holen noch gleich Minze, wie das letzte Mal vom Balkon. Eis rein. Eigene Basilikumblätter ist noch schön draufballern. Jetzt müssen wir eigentlich fotografieren, oder? Seid lieb, Leben zu kurz für negative Vibes. Bis ganz bald, Leute. Bleibt gesund, wie gesagt. Ich bin raus.